Herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator mit Markus, Rocktox und Dennis. Hallo. Servus, Leute. Da ja, kommt ein Baum. Wir machen hier jonglieren. Auf welcher Map bist du gerade, Rocktox? Ich bin auf der Standard-Map gerade unterwegs. Auf Hagenstede? Genau. Haben uns so eine Fun-Map gebastelt und probieren einfach alle möglichen Sachen aus, was jetzt bei, weil. Wir wurden ja beschimpft, was für Noobs wir sind. Ich muss zugeben, wir waren Noobs. Wir sind Noobs. Ich bin immer noch ein Noob. Also, ich habe keinen bösen Kommentar über dein Verhalten gelesen beim Megaprojekt. Nur mal wieder über das von Chewy Films. Ja, das ist normal. Schmeiß den dummen Idioten raus. Bann den vom Server. So genial. Ja, da hättest du mal die Kommentare unter meinen Videos lesen. Also meinen ersten Videos, vor allem die Nachricht, die ich bekommen habe. Ungewöhnlich. Aber der spielt auch Leuten Herz gefallen. Es gibt oder? Leute, die nehmen das persönlich, wenn du Sachen falsch machst bei LS. Also so richtig krass persönlich. Wie? Der kuppelt den Anhänger andersrum an? Er greift ihn. Das ist wie einfach schon passiert. Ich habe die Sehmaschine, dein Grubber, irgendwas falsch drauf gehabt und habe gesät. Oder hab versucht zu sehen, habe ich gewundert, warum funktioniert das Ding nur rückwärts. Also wenn ich eine rückwärts fahre mit dem Traktor, weil ich es vorne drauf hatte. Wahrscheinlich Sämaschine oder sowas. Ja, genau, Sämaschine. Die Anfangs- was ja auch mal nicht schlecht wäre, man kann ja mit einem grober Rücken, kann man ja ruhig vorne dran hängen und fahren, ne? Ja. Aber wenn es so verkehrter ist. Dann könntest du ja theoretisch gesehen vorne grober dran hängen, hinten Sämaschine. Geht auch. Das ist normal. Für Mais-Säen, besten da hast du deine Mais-Säen-Direkt-Säen-Maschine. Ja, gibt's ihn echt auch. Bevor du eine Scheibenecke drauf hast und dann hinten die Säen-Maschine gleich. So, man gibt jetzt auch für vorne. Auch nicht die große Belastung. Du, guten Vergleich auf die andere Seite des Feldes. Aber so ein grober vor dir herschieben ist das schon was anderes. Da ist Ziehen besser. Na, bei Scheibenecke. Gerade wenn du ein Stück tiefer reingehst. Ja, Scheibenecke, wie gesagt, aber ein grober. Der macht Grübchen. Ganz ehrlich, wir sind das erste Mal da gestanden, so, ach du Scheiße, was machen wir jetzt? Ja, sehen müssen wir mal. Was ist das für ein blaues Ding? Keine Ahnung, werden wir schon nicht brauchen. Wollen wir es verkaufen? Kurz, was wir unsere Gruppe verkauft haben. Nicht wussten, was wir mit das dem Ding blau, anfangen sollen. Das ist blau, das können wir verkaufen. Ja, wir wussten nicht, was das ist. Wir dachten, das ist ein kleiner Pflug. Keine Ahnung. Ich muss auch sagen, ich habe vorhin noch nie von dem Gruber gehört. Ja, die sind auch neu. Wir sind Neuland. 150 Jahre. Alle. Kennt ihr das? Das Internet ist Neuland, ne? Ja. Auf jeden Fall. Das Real Life ist für mich auch Neuland. Ja, das kenne ich. Freunde sind für mich Neuland. Oh, hört, ich habe ja schon nicht arbeiten. Neuesten Streich, also das habe ich jetzt vorhin gehört, ich habe so lachen müssen. Ich weiß nicht, ob das jetzt die EU war oder Deutschland oder irgendeine politische Organisation behauptet ja jetzt, ihr Anime sei ein Kinderporno und muss verboten werden. Aha. Weil wir gedacht haben, okay. Ja, das sind die, die sonst den ganzen Tag nichts zu tun haben. Aber schimpfen, wir haben kein Real Life. Ja, ich mag das auch nicht, Real Life. Ich auch nicht. Da kann man sich erkälten, habe ich gehört. Ja, und die anderen tun da die ganze Zeit weh. Die mobben dich nur die ganze Zeit. Ach, das ist so. Wahnsinn. Weil mich mobbt keiner, die werden immer abgestochen. Hey, das ließ. Nee, Quatsch. Und der Schmäh ist immer lustig wie dem. Immer schön am Karlsplatz, oder? Bei dir lebt jemand lange genug. Genau. Um sich zu beschweren. Ja, online vielleicht schon, aber so im echten Leben, so in der Schule oder sowas, da werden die immer direkt alle niedergemessert, ne? Ach, ja, zack, vom Messer rein. Okay. Nein, eigentlich Arbeit momentan, ja. Arbeit mittlerweile ja schon. Keine Ahnung, wie alt bist du denn überhaupt, mal so als Frage? Ich? 22. Ja, dann sollte man normalerweise von Arbeit ausgehen, außer danke. Man studiert jetzt oder so. Okay. Hey. Markus sich gleich angesprochen. Markus ist eh so ein gechillter Langzeitstudent. Der Blödsinn. Ist doch cool. Möchte ich auch. Bitte kann mich wieder abdanken. Ganz ehrlich, ich kenne Langzeitstudenten, die sind gehen schon auf die 40 zu. Ja.
Es gibt doch diesen Klaus auf RTL bei Ab ins Beet. Ja, aber der ist jetzt fertig anscheinend. Kann nicht. Ma, ey, ganz ehrlich, dann müssen die den kündigen. Das war einfach dieses Klischee vom Langzeitstudenten, was der so wunderbar am Leben erhalten hat. Ja, ganz ehrlich, das ist RTL, das brauche ich mir nicht anschauen, das sind eh nur Klischees. Ja. Das brauchen die. Gut verpackte Klischees. Gut. RTL. Widerspruch. Widerspruch in sich. Ein Perpetuum mobile, nicht möglich. Da fährt der hier aufs Frischgerobote drauf. Ja, aufs Gerobote. Robert den nachher die Seemaschine noch einmal ein bisschen. Ja, wenn man nur direkt sagt. Außer ja, noch einmal. Nein, nicht noch einmal. Ne, ist gegessen. Fruchtfolge, ja, kann man schon einhalten. Ah, Fruchtfolge brauchst du beim Mais nicht beachten. Jetzt ist Gerste Weizen. Mais kannst du 40 Jahre hintereinander machen, da hast du kein Problem mit Fruchtfolge. Naja. Ist so. Ja. So nährstoffarm oder was? Mhm. Da brauchst du aber trotzdem nicht gut. Du drückst nur Gülle aus, wenn das reicht. Klar, ist natürlich mit Fruchtfolge, also sprich mal andere Sachen drauf machen, irgendwo nicht schlecht für den Boden, aber ich sag mal direkt den Maisschaden tut's nicht. Ich meine, das ändert glaube ich nicht viel. Mais ist eigentlich somit die anspruchsloseste Pflanze, aber trotzdem macht die den Boden kaputt. Das habe ich letztens mal in der Doku gesehen. Also wenn du so 5-6 Jahre in Folge Mais machst, dann ist das nicht gut. Klar, gut ist was anderes, deswegen, also. Aber es ist zum Beispiel besser, als wenn du 10 Jahre in Folge Raps machst. Da muss man auf jeden Fall auf Fruchtfolge achten, so mehr Getreide, aber so. Das stört den. Also den Boden stört mehr als den Mais. Der Mais, der sagt, ist mir doch egal, ob der Boden jetzt kaputt ist oder nicht, so ungefähr. Vom vielen Mais. Ist das nicht das Problem im Regenwaldgebiet, wo sie den Wald roden, dann Mais anbauen ein paar Jahre und dann ist der Boden kaputt? Genau. Und sie gehen weiter und roden weiter? Naja, also der Mais, so macht man der Mais wird noch weiter wachsen, aber das Problem ist, die haben keine Gülle dort, weil der Mais braucht relativ viel Nährstoffe von, weiß ich jetzt nicht, was das genau ist, was in der Gülle drinnen ist. Weißt du? In der Gülle, da was war da nochmal alles drin? Phosphate, auf jeden Fall. Nitrate. Phosphate. Ja, Phosphor und sowas, da muss man aber auch bei Feldern immer noch drauf achten, dass man nicht zu viel Gülle drauf fährt, weil wenn der Phosphor halt zu hoch ist, dann... beim Mais ist egal, weil der Mais nimmt den ganzen Phosphor wieder auf. Ja, aber allgemein, wenn der Phosphor halt zu hoch ist, dann kannst du da sogar noch Strafe zahlen oder sowas. Ja, aber nicht im Regenwald. Ja, im Regenwald nicht, das ist klar. Ich kann euch sagen, was zu 90% in Gülle drin ist. Scheiße. Das ist ja, manchmal ist auch Öl drin und sowas. Also das kommt auch schon mal vor. Wenn man Altöl hat, kann ein paar Angebote. Vielleicht ist ja was Interessantes dabei. Ja, wenn die Maschine wenn du Altöl hast, kannst du immer gut in den Güllekeller schmeißen. Da siehst du nachher nichts mehr von. Gut, und du brauchst nach den Angeboten nicht einmal mehr schauen, weil wir haben kein Geld dafür. Doch, wir haben Geld. 12.000. Was? Ja, super. Wir könnten den Ballenladewagen kaufen. An. Für welche Presse? Für die Presse, die wir kaufen werden. Ach so. Wir haben einen Kredit aufgenommen. Nein, den haben wir schon voll. Ich hätte da lieber irgendeinen Mod-Dings nehmen. Ja, mir ist das jetzt gerade auch nur so. So, ich hätte dann wieder 50%. Einfach, um mal Dinge zu tun. Ungefähr. 50%, gut. Das ist aber du könntest dir ja auch die Seemaschine schnappen oder sowas. Ja, ich kümmere mich gerade ein bisschen um die Kühe da oben. Also ich habe noch ein bisschen was zu tun. Nicht so, dass ich mich langweile bis jetzt. Und später auf den großen Feldern dresche ich auf jeden Fall, glaube ich, nochmal. Geh dann fertig, weil alt faul sind. Jetzt ich mal, oder? Was? Ich habe 50%. Ich so grad munter Gras sammeln. Was bringt hier eigentlich Körnermais? Das würde mich auch mal interessieren. Wenig 300 oder sowas. Oder unter 300 noch. Auf jeden Fall, der bringt ja so viel wie 250. Ja, aber dafür ist halt urviel. Ja. 300 bringt der. Beim besten. Und es sind aber oft halt Nachfragen kommen von denen da halt. Ja. Jetzt werden wir wahrscheinlich so viel drinnen haben, dass wir keine Nachfrage haben. Ja. Greift er darauf eigentlich irgendwie zu? Nee, oder? Das ist einfach nur Zufall. Ja. Das ist eigentlich, guten. Wenn man das zu lang im Tanklas kann das auch nix verschimmeln? Nein, leider. Ja, aber in echt könnte es, also wenn das zumindest nicht ganz getrocknet ist, dann könnte es ja. Aber wenn das komplett, weiß ich nicht,
so gut wie gar kein Wasser mehr enthält, dann könnte man es ja auch ein Jahr oder so Ja, locker du kannst es auch einlagern. länger lagern, aber kann sein, dass irgendein Pilz befallen sein oder irgendwas und dann ist es hin. Ja. Mal, dann ist das gute Zeug hin. Am besten immer so schnell wie möglich loswerden. Darum hebt sich ja normalerweise fast kein Bauer irgendwas auf. Außer was er selber braucht noch für, ich weiß nicht, Ja. für die Kuh ja zum Mischfutter dazugeben oder so irgendwas. Brot backen. Brot Ja. backen. Ja, man muss Selber es von testen. 100 Tonnen Weizen. Ja, wenn man Bauer ist, eigentlich gleich Bäckerei aufmachen und gut verkaufen. Machen wir auch Also ganz ehrlich, wenn einige. ich Getreidebauer wäre, ich würde mir nie wieder Brot kaufen. Muss das erst malen. Du würdest dann lieber Ja. mit so einer Handmühle da so, wie so In eine der Hand. Die Kaimühle oder Bäuerin sowas, ist eh würdest du den mal ganzen Tag zu anfangen. Hause. Die wird aber Ich scheißen. weiß, es war jetzt gemein, Die fahrt aber. dann zum Billa und kauft sich. Ja, und der Bauer wird es nicht mitbekommen. Ja, aber kleine Getreidemühlen gibt es ja auch, also. Ja, ich weiß, also ich glaube, der Bauer, da wo ich da hingehe, der hat glaube ich auch noch eine alte Getreidemühle da stehen, aber die baut er jetzt nach und nach zurück, die braucht er nicht mehr. Auch Getreidetrocknung und so wird ja 20 Jahre gehalten, Macht war man ihr aber alles Geld wert, aber mittlerweile, braucht er ja. nicht mehr. Mittlerweile, die ist auch einfach nicht mehr auf dem neuesten Stand, die kann er nicht mehr gebrauchen. Wenn Ja, er das ist so. irgendwie das Getreide irgendwie gemahlen haben möchte, dann bringt er das zur, ich sag mal, dann bringt er sein Hafer oder was er da vielleicht mal angebaut hat, bringt er dann zum Futterhersteller von ihm sozusagen. Wo der jetzt immer sein Futter bestellt und dann kriegt er davon halt sein Futter gemacht. Naja, du darfst ja auch nicht, das war früher so, früher hast du ja einfach das nehmen können, gleich wieder zum Anbauen. Halt, du hast einfach deinen Weizen oder sowas liegen lassen, was du voriges Jahr abgeerntet hast, und hast ist im Endeffekt dasselbe wie das Saatgut. Aber das haben sie jetzt geregelt irgendwie. Jetzt musst du ja bei dem, wo du sozusagen dein Zeug verkaufst, musst du Saatgut kaufen. Darfst das gar nicht mehr benutzen oder so. Ja, auch Ja, wieder so irgendwelche Vorschriften. Was wahrscheinlich auch gar auch ein nicht mehr bisschen, um den möglich Markt ist. anzukurbeln, oder? Wieso ist es nicht mehr möglich? Es gibt ja schon solche Saatgute, die, ich weiß jetzt nicht, wie der Name dafür ist, die sind so manipuliert worden, dass, Gebeizt? ja, nee, Zum also Beispiel auch genmanipuliert. Mais, glaube ich, auch stark. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Maissorten, die auch teilweise sehr stark manipuliert sind. Also die gar nicht funktionieren, also wo du das zwar essen kannst quasi und auch Früchte rauskommen, zum Beispiel bei Aber Melanzane ist es halt so. keine Keine, weiblichen oder männlichen Organe besitzen. genau, also wo du eigentlich quasi dann nachher nichts mehr damit Ja. anpflanzen kannst. Ich weiß nicht, wie der Ausdruck dafür ist, aber das gibt's schon. Ich weiß nicht, kennst du sicher den Film Wie viel The World? Ich weiß nicht, Ja. also Markus kennt ihn sicher, ist ein österreichischer Film. Ich kenne Und ihn der nicht. zeigt, Wir haben ja, ihn, auch der ist nicht. urgenial. Halt, wir haben ihn Ja. mit der Schule damals noch angeschaut. Der ist, wie alt wird der sein? Der ist sicher so 8 Jahre oder sowas alt schon. Ja. Wie mal dauern. Da war der Markus noch in der Schule, Mensch. Die Jahre vergehen. Da war ich gerade mit der HTL. Nein, warte mal. Oh ja, da habe ich gerade mit der HTL ziemlich angefangen. Also ich war glaube ich noch in der Hauptschule, wenn wir das dann noch angeguckt haben. Boah, wir haben schon fast 100 Tonnen Körner Mais. Was? Geht so schnell und wir haben nicht einmal diese großen Felder angefangen. Ja, sind 60.000 Euro, also das Schneidewerk haben wir schon verdient. Bei einer großen Nachfrage zumindest. Also ich Wie lege schaut denn mich. wieder mal deine Bartlänge aus? Meine Partlänge? Das ist eine gute Frage. Oh, meine Stoppuhr ging aus. Warte mal. Und als ich das letzte Mal drauf geschaut hatte, stand da 24. 14, sorry. Entschließen. Ach so, 4 Uhr morgens. Sehr gut. Dann müsste das jetzt passen mit knapp über 15. So, wir machen noch eben das Feld fertig. Und dann würde ich sagen, kannst du gleich in den Transportmodus gehen und dann beenden wir den Part. Also ich riskiere noch die Minute mehr. Auf die kommt es jetzt, glaube ich, auch nicht mehr an. Nein, aber Transportmodus das activated. sollte eh gehen. Ich schätze mal 17 Minuten. Bei deinen Bartlängen ist es nicht so schlimm. Der Ja, mich gerade 18 18 war Minuten ja eigentlich Standard. Standard. Ja. Stell mich gerade vor, wie er sich jetzt in Transformers verwandelt. Transportmodus Ja, das geht ja mit der X-Taste. activated. Hast du ja hier den Transportmodus für dich, der dann Ja, komplett umbaut. ich weiß, das klingt einfach so genial. Hey, Warum? du bist gemeint. Hey. Ach, du bist voll, leer. Ja, aber Okay. irgendwie kann ich nicht. Ah, jetzt geht's. Dann Du würde bist ich voll sagen, sehen leer, wir uns nein, im nächsten voll noch, Part, heavy. wenn es wieder fleißig weitergeht mit den Jungs und tschüss. Ciao. Ja. Tschüss.